Dernbach im Westerwald. Die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. In der Werkstatt schlachten Uwe und Manni ein Auto aus. Routine für die Brüder. Aber heute ist Manni etwas nervös. Denn morgen will er mit Schwester Sabine für ein paar Tage nach Mallorca abdüsen. Na Jungs, was macht ihr? Arbeiten. Wir sind schwer erschaffen, Peter. Schön. Der Mensch schwätzt sowieso eine ganze Zeit dummes Zeug von seinem Urlaub. Richtig. Ja, lieber auf den Urlaub etwas reden und ein Auto schlachten, als gar kein Auto. Außerdem werde ich auf jeden Fall an euch denken. Du kriegst ein dickes, fettes Souvenir. Der Uwe kriegt ein Souvenir, der Günther. Aber natürlich, Günther. Der Manfred kriegt auch ein dickes Souvenir für ganz sich selber. Ganz einfach. Ja. Du kriegst eins, du kriegst eins, Günther kriegt eins. Und du? Peter kriegt zwei. Gut, zwei. Oh. Und wir wollen auch einiges schaffen, okay, wir machen weiter. Schafft mal, Jungs. Okay, wir müssen den Wagen fertig kriegen. Vergnügt euch ordentlich an der Arbeit. Wir werden es schaffen, da kannst du drauf verlassen. Souvenir, 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 Souvenir. Da, da, di, da, da, di. Mann, die Kopenhaus zum Trockenhalten haben sie unter die ganz alten Fußmann eine alte Zeitung gelesen. Und du lässt jetzt durch den alten Schinken. Aha. Mir fällt gerade was wegen Urlaub ein. Ich habe was lebensnotwendig. Ich muss bitte Bescheid sagen, dass ich nicht vergesse. Aber Manni, du Sack hier. Das ist wichtig. Urlaub muss schon wieder drücken, wa? Für den Urlaub lebensnotwendig. Ich muss da rein. Jetzt schon drücken. Ich muss die Arbeit alleine machen. Alter, Sack hier. Ich war ja früher jung und knackig, weißt du noch? Da habe ich auch so eine Fahrten gemacht. Da erlebt man viel. Dass man in sein Gedächtnis hat. Für was soll man nicht so eine Mallorca-Tour machen? Aber auch was erleben dabei. Man gönnt einem Menschen sowas. Natürlich. Wenn man Zeit hat, soll jeder das machen. Und Lust dazu hat. Und Lust. Wenn er keine Lust hat, Finger weg. Würde ich nicht machen. Ich habe was ganz Lebensnotwendiges nicht. Hast du für mir eine Sonnenmilch? Dann kriegt man so schwarze Flecken. Und das ist, könnte man sogar sehr schwer erkranken. So Krebsart. Manni, ich habe für dich Sonnenmilch. Ja? Aber dir nützt es schon nichts mehr. Doch. Guck mal, überall schwarze Flecken. Das ist Öl. Das ist Motorenöl, das gehört zum Mechaniker. Und dann willst du dich drauf haben. Das ist die Schminke des Mechanikers. Ich kann mir ja nicht mit Öl anschmieren, das geht nicht. Ne, hol mir bitte Sonnenmilch. Also Mais, komm. Das ist alles klar. Ja, du weißt ja, wo ich jetzt hinfahre. Mallorca, ne? Richtig, ich glaube, ich war der Einzige außer Sabine, der mit dem Flugzeug geflogen ist. Ne, ich noch nie. Selbst wenn ich hier auf diesem Tisch stehen würde, ne? Ja. Da würde ich schon Respekt kriegen, weil ich bin nicht schwindelfrei. Selbst in der Höhe hier nicht. Und du bist nur 11 Kilometer teilweise hoch, 12 Kilometer. Ja, aber ich kann selbst hier drauf nicht. Das ich habe keine Probleme damit, null Probleme. So, Manni, dein Sonnenöl habe ich. Ach, ich bin richtig schön aufgeregt. Was haben wir da alles Schönes? Ein Moment, dein Sonnenöl? Gut. Das ist, wenn du Kopfschmerzen oder irgendwas hast. Das, wenn du... Ja. Auch ich ein Tropfen. Komm, nicht so kreislich. Gut, das will ich erklären. Meine Einreibung, Erkältung. Und das ist die für die Erkältung auch. Wenn ich mal ab, ja. Und wenn du Husten hast, dann Husten. Richtig. Hier, dass du deine schmutzigen Finger mal sauber machst. Zu einer richtigen Apotheke gehört auch ein leckerer Apfel. Ah, den nehme ich aber direkt mit, wenn ich rausgehe und du kannst einen anderen hinlegen. Das ist für die Gesundheit? Ja. Und das ist für die Fröhlichkeit. Ja, und ich bin besetzt beruhigt, jetzt habe ich alle meine Sachen bei, aber die packe ich mir nachher ein. Nachher. Okay. Geh nach Uwe, mach mal etwas, gell? Bis nachher, Kleiner. Bis nachher. Ach ja, jetzt habe ich ihn mir zufriedengestellt, gell? Ah, der ist ganz schön aufgeregt, der Manni, ne? Der ist richtig aufgebraust, so wie die Oma früher. So, Manni. Ja. Endlich Feierabend, wa? Aber ich bin echt gespannt, wenn ich weg bin, ob du was schaffst. Hast du eine Ahnung? Oder ob du nur in der Ecke rumliegst. Da gibt's hier eine Staubwolke. Guck mal, heute bin ich nicht geschafft. Aber bin ich nicht geschafft. Da ist der Platz halb leer, wenn ich wiederkomme. Wenn ich weg bin in Mallorca, ob du überhaupt einen Handschlag schaffst. Manni, mehr wie du dich vorstellen kannst. Bin ich mir nicht sicher. Du machst ja auch nichts, Manni. Ich mach alles. Peter? Ja, Manni? Ich bin richtig schon aufgeregt und ein richtiges Reisefieber. Ich bin schon auf Mallorca gespannt, auf Spanien. Ach, wie das ist. Manni. Hast du in deine Reiseapotheke eingepackt? Hab ich alles eingepackt. Ich nehme zum Beispiel für jeden Tag eine Unterhose mit, plus zwei Notunterhosen.
Socken? Bitte nicht so nervös und red nicht so schnell. Reiß hin und sei nicht aufgeregt. Richtig. Vergnüg dich. Und Manny, schlaf endlich. Ob ich schlafen kann, ist fraglich. Ich bin zu aufgeregt. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manny. Der nächste Morgen. Überpünktlich wartet Manny auf Uwe und Schwester Sabine. Uwe soll die beiden Urlauber zum Flughafen fahren. Bis zum Abflug sind zwar noch 3 Stunden Zeit, aber Manny kann es kaum abwarten, endlich loszukommen. Guten Morgen, Uwe. Guten Morgen, Biene. Guten Morgen, Günther. Moin. Aber ich dachte, du kommst überhaupt gar nicht mehr. Weil der Flug geht irgendwann gleich los. Ja, Mann, ich kann nicht zu. Der Straßenverkehr, so viele Traktor oder eine Mofa. Ja, aber mein Flugzeug ist irgendwann weg. War aber die Hölle los, Manny. Wie willst du das schaffen? Da konnte Uwe echt nichts mehr. Guten Morgen, Günther. Moin, Manny. Wie geht's dir? Gut, schönen Urlaub. Dankeschön. Bring auch eine Kleinigkeit mit. Und ein paar Fotos, oder nicht? Braucht nichts Kleines sein, kann auch was Großes sein. Kann auch was Großes sein. Alles klar, mach's gut, ciao, ciao. Auch, tschö. Hi, guten Morgen. Guten Morgen, alles okay? Auch alles okay. Nicht richtig, etwas. Ja. Bis dann, Günther, bis dahin. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Ach, das geht endlich los. Und schon schwer aufgeregt. Leicht aufgeregt auf jeden Fall, man sagt ja immer leicht. Aber du ja auch, oder nicht? Ja. Richtig, meine Uhr habe ich angezogen, die trage ich immer nur in Urlaub. Aber da will man die Zeiten wissen. Bei der Arbeit brauche ich keine Uhrzeit, weil die Arbeit geht einem von Hand und da arbeite ich so lange, wie ich Lust habe und da brauche ich keine Uhr für. In Mallorca redet man nicht Spanisch, sondern Malorcianisch oder so ähnlich nennt das. Malorcianisch. Ja, oder wie heißt das jetzt nochmal? Ja, genau aussprechen kann ich das auch nicht, obwohl ich schon zweimal auf Mallorca war. Das ist nicht direkt Spanisch, das ist wie so ein Akzent in Bayern oder so. Hier wird ein leichter Akzent. Sagt man eigentlich Mallorca oder Palma de Mallorca? Palma de Mallorca ist die Hauptstadt. Ist die Hauptstadt nur? Ja. Das Haupt ist Mallorca. Und die Hauptstadt ist Palma de Mallorca. Genau. Frisch und munter wieder. Guten Morgen, Güntherchen. Morgen, Peter. Gut geschlafen? Ja, die Jungs schon lange weg. Die sind schon unterwegs. Und Fienchen auch. Die sind schon zum Flughafen unterwegs. Schon lange. Gut weggekommen? Sehr gut. Ja, ja. Das kann manchmal sein, dass die warmen Länder kälter haben als wir hier. Hier habe ich mal gesehen, eine Wüste hat einen Schnee gehabt, mein Günther. Da kann ich glaube, gesehen habe ich die gemacht. Ich habe es gesehen, Nachrichten. Ja? Das hätte ich nicht gedacht. Und Mallorca kann einmal regnerisch sein. Ob wir auch hier so eine riesige Nöbel haben in Mallorca? Ich will das ja wohl nicht hoffen. Nein, guck mal, da ist ja richtig alles zu am Frühmorgen. Aber weißt du, was das heißt? Wenn am frühen Morgen Nöbel ist, dann soll super Wetter kommen. Gibt's wunderschönes Wetter. Wunderschönes Wetter. Ciao. 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 Ja. Ein kurzer Abschied, aber Mallorca wartet und Manny hat keine Zeit zu verlieren. Ach, wie mir wäre das nichts. Auf dem Flugplatz, Stress. Der Urlaub fängt mit Stress an und hört dann mit Stress auf, weil sie wieder alles einpacken muss. Bist gerade 14 Tage da, hast dir etwas vergnügt. Flugplatz hinfahren, Koffer aufladen, Flugplatz rein, in eine Maschine rein. Maschine ist schräge, wackelt nochmal mit dem Flügel rechts, wackelt nochmal mit dem Flügel links. Alle erschrecken sich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nö. Das ist ja nicht der erste Flug. Aber auch erst der zweite. Sicherheitscheck, beide Flügel sind dran, Triebwerke sind heile, Fahrwerk ist ausgefahren, also die Reifen sind auch in Ordnung, der Lack sieht gut aus. Und das ist das Wichtigste, das wird das Essen ausgepackt und das Trinken. Ja, was ist, wenn man unterwegs verhungert? 2 Stunden verhungern. Kann vorkommen, der Peter ja. Ja, aber wir nicht, oder? Inzwischen ist Uwe schon wieder auf dem Rückweg nach Dernbach. Das Fernweh seiner Geschwister kann der älteste der Ludolf-Brüder nur bedingt nachvollziehen. Ich fühle mich am wohlsten zu Hause und Flug in aller äußersten Notfall. Außer ich habe meine Frau mal versprochen, mit ihr in Urlaub zu fliegen.
Da bin ich schon seit 30 Jahren am, Drücke vor. Aber irgendwann bleibt mir nichts anderes übrig. Da muss ich es wohl oder übel auch mal machen. Obwohl, ich habe immer Bammel. Ich versuche es immer zurückzuschieben. Obwohl, meinen Hochzeitstag habe ich auch noch nicht gemacht. Da wäre auch mal so ein Ding, mit der Frau in Urlaub fliegen, als Hochzeitstag. Du kannst keinen Kopf machen. Ja, warum machst du nicht? So, nimm du ihn. Ich nehme dich. Okay. Und welchen habe ich? Nehme ich den. Das brauchen wir hoffentlich nicht. Nein, aber sollte man angucken. Ich kenne es aber hin und auf. Weißt du, was das ist? Ja, ja. Mit der Wurst. Da sieht man, wie das Flugzeug an Ende fliegt. Man soll auf jeden Fall kauen. Dann gehen die anderen auf. So. Ja. Aber wir fliegen noch gar nicht. Das ist, wenn die Motorfahrer Triebwerke hochmachen. Das geht los. Da kommt der Strom. Alles klar, Jungs. Ja, und wie geht's? Ach. War ein riesiger Trubel auf Flughafen, erstmal Parkplätze da. Hast du schön also ist nicht mein Ding. Gut was verabschiedet. Ja. So schöne Grüße. Haben Sie sich gefreut, die Biene und die Bunny? Die beiden, ja. Weißt du, was ich mir auch gefreut habe? Ja. Da sind wir die beiden mal eine Weile los, haben wir jetzt Ruhe. Was hältst du davon? Ach, Uwe, blödes Wort. Wenn du Mandy es gut gehen lässt, machen wir auch einen Faulen. Steht gell? Uns doch auch mal zu, Peter. Ab und zu mal ein bisschen faulenzen, das tut es auch geil. Ganz ehrlich, Uwe, bevor du relaxst, zieh dir erstmal Arbeitszeug an. Bist schon wieder am Drücken. Der Mini ist noch gar nicht richtig weg. Fängst du schon wieder an? Ich bin nicht am Treiben. Du brauchst ja nicht arbeiten, dass die Leute dich nur in Arbeitszeug sehen. Und sagen, ach, hast du recht, wir machen was. Ein bisschen schaffen will ich ja auch. Du bist der Held. Hätten wir noch 5 Minuten relaxen lassen können. Ja, ja. Ah, da mache ich mal ab. Wenn du den Grunon überlegst, der Uwe hat nicht ganz so viel Lust. Er macht das recht hat er, aber er macht da seine Arbeit. Natürlich. Weil der nächste Mini weg ist und Biene auch und machen sich einen schönen. Da will er auch immer einen schönen machen, frei. Was unternehmen und so. Verstehe ich ja auch. Mallorca. 20 Grad und strahlender Sonnenschein. Manni und Sabine haben es geschafft und sind endlich im deutschen Ferienparadies Nummer 1 angekommen. Hallo. Wir haben, Moment, 2 Zimmer gebucht. Einmal Ausweis, kein Problem. Bitte. Und meiner noch. Danke. So, das Zimmer 207. Ja, danke. Und das Zimmer 208. Ja, danke. Ja, jetzt schönes Zimmer mit mehr Blick. Das ist schön. Okay. Das ist der Frühstück geht halb 8 bis halb 11. Ja. Alles klar, danke. Tschüss. Dankeschön. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wollt ihr helfen? Ah, geht. Komm, ich helfe dir. Nein. Mandy. Du Kavalier, du. Dann lass los. Selber schuld. Geht? Ja. Lass mal gucken. Gucken wir mal rein. Sieht aber nicht schlecht aus. Nee. Alles in hell und gelb. Oh, ist ja schön groß. Das hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht. Hey, das ist ein großes Zimmer. Guck mal, herrlich. Mann, ist das groß. Hey. Da ist das Meer. Wir gehen mal auf die Seite gucken. Das ist ja richtig schön. Guck mal, ist das herrlich. Hier, die ganzen Berge, andere Häuser. Wasser. Türkisfarben, richtig hier. Sandstrand, Palmen. Hier, da kann man Eis essen. Wunderbar, da ist ein Leuchtturm. Wie im Bilderbuch. Richtig echt, da funktionieren, da glaube ich noch. Da könnte mein Zimmer hier sein. Sabine? Ja? Ich habe ein Zimmer direkt doch neben dir, aber meins ist viel, viel kleiner. Nee, das gibt es ja, nicht. Ja, aber das reicht mir vollkommen aus. Aber eine andere Sache ist, bevor wir hier rumquacken und alles, wollen wir hier nicht mal alles kennenlernen? Das mal durchgehen, so, alles angucken, alles? Das möchte ich sowieso an alle ja, liebsten komm, machen, kennst mich wir doch. Gehen lieber runter. Okay. Aber auch im 1400 Kilometer entfernten Dernbach kommt so langsam Urlaubsstimmung auf. Uwe ist fest entschlossen, die Zeit ohne Manni so richtig auszukosten.
Super Ausblick, ja. Ach, das lässt sich aushalten. Sonne, hier sind ein paar nette Kundinnen. Mehr will ich doch nicht. Hoppa, ey. Hammer, ey. Und? Gar nicht so kalt. Nicht? Hey, meine Schuhe werden aber nass. Probieren. Und es ist salzig. Ja, das ist schön. Ja, mir geht's genauso. Ist schön nicht nach... schlimm, ist Urlaub. Ja, ist aber gut. Ja, komm, Biene, genau, wir gehen lieber mal eine Gasse schön spazieren. Na, guck mal, meine Schuhe sind klasse aus, aber das ist nicht schlimm. Nein, warum denn? Ist doch guck egal. Mal, der Sand hier, der ist schön weich. Ist schön fein, ne? Klasse. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Vorfreude außer diese Plastikflasche, die stört etwas. Ach, ehrlich. Rudolf? Guten. Baujahr. Moment. Hast du noch Teile für einen 57er Kapitän? Nein. Nein, leider nicht. Okay, bitte. Tschö. Aus Günther. 57er. Ziemlich alt, gell? Oh ja. Aber ich bin noch älter. Ein Ding, gell? Nur uns kriegt man nicht mehr hin in unser Alter. Autos kannst du immer wieder schön hinkriegen. Ist egal, wie die aussehen. Na ja, ich sehe noch gut aus. Komm, so vergammelt bist du auch nicht. Ich bin ein Alter. Rudolf? Hallo? Nee, ich bin kein Kunde. Ich bin der Manfred. Also der Manni. Gib mir mal bitte den Peter. Okay, Peter. Danke. Ja, Manni, wie geht's dir? Mir geht's gut, Peter. Und dir? Oh, mir geht's gut. Wie seid ihr angekommen heute? Angekommen, perfekten Flug. Super Hotel. Ich habe hier ein Eis. Das ist so fantastisch. Die Bucht, die 27 Grad Palmen. 27 Grad und Palmen. Ich sag dir, ja, mir läuft der Schweiß runter. Das schönste Wetter. Hier läuft der Schweiß runter. Ja. Da kann ich aber verzichten. Ja, ich bin auch neidisch, sehr neidisch sogar. Du bist neidisch, das ist gut. Da freue ich mich. Eine Frage, von, Peter. Ja? Hat der Uwe gearbeitet? Uwe gearbeitet? Ja, der hat gegessen gut. Aber Peter, kannst du mir einen großen Gefallen tun? Ja? Den Uwe da mal von erzählen. Machen wir auch ein bisschen. Das mache ich nachher, wenn er. Wenn er wieder aufwacht, der Uwe. Ach, der ist der liegt irgendwo wieder. Wieder in der Ecke am Schlachten. An Schlachten, an Schlafen, sagtest du gerade. An Schlafen ist er. Richtig. Ich meine an Arbeit, nicht an Schlachten. Schlafen. Er schläft doch nie. Außerdem, ja? Das wollen wir hier ein bisschen genießen. Ja, ja, ja. Lass dir gut gehen. Wir werden uns dann bald wiedersehen. Okay. Ciao, ciao. Tschüssi, Manni. So, Günther, gehen. Kannst du mal sehen. Aber Biene und Manni lassen sich gut gehen. Was hältst du davon? Wir lassen uns auch gut gehen. Das bedeutet, ich werde nicht kochen heute. Ich werde so richtig hier bequem machen. Und? Beine auf den Tisch. Ausruhen, guck hier so. Und was das? Ah, dann störst du mich nicht. Ah, herrlich. Rudolf. Oh je, 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 du Scheiße. Günther, Günther. Was denn? Das ist doch ein Mist. Ich hab doch hier meine Sonnenbrille vergessen. Für Mallorca haben die und wir haben keine Sonnenbrille. Ach, einfach herrlich. Bein hoch. Ein leckeres Bonbon. Das sieht gut aus. Es kommt auch dein Airbag gut zur Wirkung und alles. Du lass mein Airbag zufrieden. Toll. Es wird nur noch ein bisschen Sonne, ne? Die habe ich doch schon in Herzen. Sonne in Herzen. Guck dir mal die Palmen an. Hat uns richtig erwischt. Das schöne alte Gebäude.
Einfach nur traumhaft. Siehst du ihn? Ich sehe ihn. Wollen wir mal hingehen? Hey, du siehst aber so einen habe ich auch gehabt. Da habe ich mal fahren geübt mit. Ich hatte zwar auch einen 500er, aber ich hatte einen 600er. Moment. Meiner war beim Fiat und hier ist das Wert. Ich wusste nicht, dass den hier gibt's als Wert. Ich wollte auch gerade sagen, das ist doch normal ein Fiat. Ja, ich hatte einen 600er Fiat. Ist klar, es ist ein Fiat. Und hier wurde er eben auf Lizenz in Wert gebaut. Bin ich erst einmal sprachlos. Ja, das hat mich jetzt auch gewundert. Ja, aber das Original hier Fiat, alles Fiat. Bloß ist keine Fiat-Zeichen, sondern Wertzeichen drauf. Und meiner, den ich hatte, war in einem giftigeren Gelb. Aber ich hatte auch zum Üben einen 500er. Und der war auch gelb. Aber am Ende habe ich die Motorhaube und den Kofferraumdeckel eben grün gemacht, weil es mir besser gefallen hat. Echt? Aber nur gepinselt. Und dann hier, kannst du doch auch mal gucken, hier. Das ist aber natürlich nicht sicher. Da kannst du sogar in die Motorhaube gucken. Oh. Ein Vierzylinder. Der geht einfach so auf. Der geht einfach so auf. Das ist ja Hammer. Aber das war auch beim VW Käfer so. Es ist ein fantastisches Auto. Das ist ja aber echt gut gehen, ne? Ja, bin ja nicht blöde. Man lässt sich immer gut gehen, egal wo man ist. Mallorca, Afrika, Amerika oder hier in Dernbach. Im Urlaubsparadies Dernbach schlägt das Wetter um. Ach, Mann, da wird es so kalt. Kann man kalte Knochen, ich mach mal lieber ab jetzt. Guck mal, ist ein ruhigeres Blitzchen, ein wärmeres. Ach, hier sitze ich mit meiner Ecke rein. Hier sind schön warm drin. Ach, in meiner Werkstatt fühlt man sich doch am wohlsten. Zwischen die Ersatzteile. Ach, wie in Urlaub, die netten Mädchen da. Das kleine Süße da am Strand. Ach, tu ich mal relaxen. Ist das nicht schön? Ja. So ein Spaziergang am Strand. Aber weißt du was, jetzt habe ich so richtig Hunger. Guck mal, was wir hier Schönes haben. Da setzen wir uns hin und bestellen eine Kleinigkeit. Da wäre auch gerne der Uwe und der Peter hier. Setzen wir uns mal hier hin. Ach, ist das für eine Zeit jetzt. Bein hoch, Sonnenbrille an. Uwe wieder schwer am Arbeiten oder was macht der? Der kommt schon. Hier, Jungs. Da macht ja gar nichts, wa? Oh, wir haben gewesen an Schuften gewesen. Ja, du knurrt langsam der Magen. Ich hab Hunger, Peter. Also ehrlich, Uwe, ich hab auch Hunger. Ja, warum machst du das? Das ist eine gute Idee. Ich hab keine Lust zum Kochen. So siehst du auch aus. Ja, wenn die anderen Urlaub machen, wir keinen Urlaub. Ist das gerecht? Nö, ist nicht gerecht. Nein. Deswegen sag ich koche heute nichts. Doch, wir sollen verhungern. Das geht aber auch nicht, Peter. Aber essen müssen wir zumindest. Verhungern. Hör mal zu. Das ist eine gute Idee. Du wärst Schnitzel und fertige, frische Brötchen und Brot, ja, nicht vergessen. Die werden wir dann essen zum Mittag. Das wäre auch eine schlechte Idee. Du fährst los. Na klar. Du hast Mercedes, du hast frische Beine. Na, dann mach mal ab, Peter. Fahr langsam. Da kriegen wir wenigstens was zum Mampfen. Da und wir haben von Uwe. Und wir haben auch Uwe. Gell? Bis gleich. Hola. Can we have tapas? Ja. And two Cola Light? Mit Eis oder ohne? Spanisch spreche ich nicht. Sprechen Sie auch? Sinielo, Sinielo? Ja, alles. Jo. Ein paar Kleinigkeiten. Okay. Also, ja. Tapas. Wir lassen uns überraschen. Ja. Gracias. Gracias. Und Spanisch kann ich ja nicht. Nein, aber Englisch was hast ganz du da bisschen bestellt? Tapas? Tapas, ja. Ach so, Tapas, das ist sowas ähnliches wie ganz viele kleine Vorspeisen. Ja. Und da kannst du dich, wenn du möchtest, stundenlang nach und nach mit satt essen. Ich lass mich überraschen. Also das ist herrlich. In der Atmosphäre hier kannst du das richtig genießen. Die machen Urlaub und ich muss das Essen auch noch holen. Hätte Peter auch machen können, brauchte ich nicht fahren. Unser Held. Aber guck mal, der strahlend blaue Himmel. Eindeutig. Ich denke, das regt den Appetit noch mehr an. Hier die ganze Umgebung, einfach nur fantastisch. Da brauchst du nicht der Uwe, der hat immer Appetit. Der Uwe hat immer Appetit. Da der kann 24 Stunden am Tag essen. Guten Tag. Guten Tag.
Habt ihr auch fertige Schnitzel? Jawohl, haben wir. Da hinten in der Warentheke. Sehen ziemlich klein aus, ja. Zu klein? Ja, da muss ich aber schon drei Stück für jeden mitnehmen. Machen wir 6 Stück schon. Dann essen wir eins mehr. Ist ja auch nicht genau. So tragisch, ne? Deswegen meinte ich das ja. Genau. So ist es. Da ist der Peter ja weniger wie der Uwe. Ja, ist urig, ne? Ja. Uwe kann essen, essen, essen und nochmal essen. Ich hätte gerne 10 Brötchen. Ja. Und von dem würde ich sagen, 8. Ja. Und 2 von dem Mohn hier. 2 Mohnbrötchen und 8 normale. 8 normale, ja. Un dólar dos meses o una. Oh, das sieht ja gut aus. Das sieht gut aus, ne? Ja. Sehr das. Das sieht ja wunderbar aus. Das sieht ja lecker aus. Das ist viel. Oh. Dafür was für ein Uwe. Das macht nichts. Ja, fantastisch aus. Ja. Dankeschön, gracias. Danke, gracias. Auch was für dich. Nein, nicht rauchen. No. Guck doch mal an hier, Oliven. Also die Oliven, Oliven, das ist ja typisch spanisch. Und hier mit dieser Knoblauch-Mayo musst du unbedingt essen. Was wird das hier sein? Da Fisch, Gemüse, noch mehr Gemüse. Salat. Und was ist das da hinten so? Paprika. Paprika, sieht nicht Paprika schlecht aus. Ich probiere mal den. Das sieht ja wunderbar aus. Siehst du, ich versuche mal was Neues. Du darfst mir dafür von den Käse drauf tun. Und noch so ein schönes Brötchen. Ach, Mama mia. Uwe, hast du aber lange gemacht. Hast du sie selbst gemacht? Nö, ich habe 10 Brötchen mitgebracht. Ich habe 2 Filet mit Mohn mitgebracht. Und ich habe für jeden 3 Koteletts mitgebracht. Schön gut durch. Damit du nicht verhungerst. Sehr gut. So, dann wollen wir anfangen zu mampfen, Jungs. Ja. Dann mal schöne Senf drauf. Aber Uwe, die sind auch noch hart, etwas die Brötchen. Aber, weißt du, wie du die weicher kriegst? Einmal oben drauf hauen. Guck mal, die gehen hoch und runter, dann werden sie weich. Für die Zähne. So, ist nämlich das hier. Gut. Ja, ist gut. Vorher hat sie in den Mund gekriegt. So, was ist dickbar. Herrlich, gell? Was Kotelett sagt, spitzt du schön durch. Sehr lecker. Und dir, Uwe, schmeckt es auch? Ach, auf jeden Fall. Das ist besser nicht essen. Also echt lecker. Ich fasse mit Mallorca jetzt. Hallo Peter, alles klar? Alles klar. Was habt ihr gemacht überhaupt? Wir waren hier am Strand, haben sehr gut gegessen. So, wie heißt das nochmal? Tapas, das sind viele kleine Essenssachen. Wir haben sie uns ausgetischt. Ja. Ah, war sehr schön. Wie ist bei euch das Wetter? Wunderschön schlecht. Schlecht? Also gut Regen. Oh, die ja, Arme. Klein wenig. Ja, wir haben das einzige Wasser, das wir haben, haben wir Glas und im Meer. Du Oller, Angeber. Ja, Angeber. Mann, wir haben es genauso hier schön. Hör mal das Meer. Ja, die Badewanne hast du an, das ist klar. Ja, ich hab das Meer gehört, das war die Badewanne, gell? Nein, das ist das Meer. Manni, ich hab dir schon mal gesagt, gib nicht so an, du Oller Angeber. Das ist so wunderschön hier, das ist die Wahrheit, ich brauche hier nicht. Nein, du Oller, Mallorca, Manni. Ja, ist doch Mallorca. Angeber, schön. Mallorca, Manni. Mallorca, Manni, ist doch egal. Sag mal die Wahrheit, wie das hier ist. Hallo Peter, dir geht's gut? Ja, hallo Sabine, alles in bester Ordnung und Butter. Bei uns ist auch alles in bester Ordnung. Richtig. Wir haben ihr Urlaubsfeeling pur, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du hier sitzen würdest. Ja, nix, ja, das ist Romantik pur. Gibt es jetzt hier noch Sabine Angeberin? Nein, das ist nicht angeben, wir haben hier Urlaubsfeeling pur. Das ist hast du von Manni angesteckt? Nein, es geht nicht an, das ist die Wahrheit. Traumhaft, ja. Einfach nur spitzenmäßig. Ja, dann bleib noch mal 4 Wochen, wenn es so spitzenmäßig ist. Ich gebe dir jetzt noch mal den Money. Also ich kann nur bestätigen, was Money sagt, stimmt. Ich gebe mal weiter. Tschüss und lasst es euch gut gehen. Alle grüßen. Ciao. Ciao. Du musst schön brav sein, dann bringe ich dir auch was Schönes mit. Ja, dann ist in Ordnung. Bist du brav? Ja, ich bin brav, wenn sie mir ein dickes Geschenk mitbringt. Ja, dann bist du auch kein Angeber mehr. Ha! Bis die Tage. Ciao, mach's gut. Ciao.
Ich konnte machen, was ich wollte. Er wollte mir nicht glauben. Das ist aber die Wahrheit. Er sagt, ich fange jetzt an wie du. Und wieder ein prollender Manni. Uwe. Ja. Langsam geht er mir wirklich auf den Nerven. Angeben, angeben. Kann er ich bin auf dem Strand. Riesenstrand. Meine Temperatur. Biene fängt genauso angeberisch an. Die geht mir auch auf den Nerven. Hör auf. Was sie da essen. Dies und das essen wir doch auch hier. Wir haben doch auch hier Temperatur. Was ist das für Angeberei? Ja. Sollen wir mal ganz ehrlich sein? Ja. Ich hab das satteste Scheiß Mallorca. Mallorca kann schön sein, aber nicht schöner wie Westerwald. Ach, Westerwald ist schön! Einfach schön! Prinzipiell würden Manni und Biene ihrem Bruder natürlich zustimmen, aber jetzt zählt erstmal nur die Schönheit des Augenblicks. Das ist eine Kathedrale, oder nicht? Das ist die Kathedrale von Palma, das ist sozusagen das Wahrzeichen von Mallorca. Mir gefällt der Eingang hier gut mit den ganzen Figuren. Ich guck's mal an. Das sind Päpste und Bischöfe und so, richtig? Außer das da oben nicht. Das ist eine Heiligenfigur. Und guck mal, wenn du hier hochguckst, wie das aussieht. Fantastisch. Wenn ich jetzt in eine Kirche reingehen würde, das Erste, was ich mache, ist meinen Hut ausziehen. Ich war auch schon in andere Kirchen drin, wie Moschee oder wie hier ist das nochmal, die bei jüdischen... Was? Synagoge. Da war ich auch schon drin. Da zieht man sich, kriegt man so ein kleines schwarzes Käppchen auf. Und dann hält man sich an der Anweisung. Und zum Beispiel in der Moschee habe ich mir die Schuhe ausgezogen. Und möglichst ruhig sein. Und würdevoll an. Da zieht man sich teilweise auch die Ärmel runter, den Körper verdeckt in der Moschee. Nicht offen. Da hält man sich natürlich an die Richtlinien. Und wenn ich hier in unsere Kirchen gehe, in die christlichen, Kopfbedeckung, Tabu, am besten geschlossenes Schuhwerk. Lange Hose, zumindest ein T-Shirt. Angemessen des Gebäudes und des Glaubens. Ach, normalerweise möchte ich jetzt relaxen etwas. Ich bin etwas müde. Manche können überhaupt nicht relaxen, habe ich mal gehört. Die wollen schlafen gehen, sind eine halbe Nacht auf. Ich, paar Sekunden, bin ich weg. Boah, ich kann auch gut relaxen, bloß das Telefon wieder klingelt immer. Das kann ganz schön stressen. Mir überhaupt nicht. Wenn jemand wieder wach. Wenn einer gut relaxen kann, spielt das Telefon keine Rolle. Das Telefon ist für mich wie Musik zum Einschlafen. Peter, Peter, schlaf ein. Bis später, Peter. So ist das Telefon für mich. Deswegen musst du da gar nichts drauf auf den Klingeln hören. Klingeln ist wie eine Musik so für mich. Wenn die Muttigen uns mal ein Lied vorgesungen hat, dass wir einschlafen sollen, ist das Lied, gell, Unter? Das okay? Auf jeden Fall, ja, natürlich. Ich schlafe gerne. Aber da machst du heute gar nicht relaxen, ne? Komisch, ne? Wenn der mal 5 Minuten sitzt, dann flippt er gleich aus. Da muss er irgendwas unternehmen. Am besten die ganze Welt entdecken. Der ist immer wach, wach, wach. Halbe Stunde geschlafen, ist er wieder wach. Das möchte ich aber auch nicht haben. Ich muss meinen Schlaf haben. Wo ist es? Ich muss mal in mich gehen können. Relaxen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Das ist am Ende ja weg, das können wir uns auch mal erlauben. Bei Relaxen musst du den Mund zumachen. Ja, mache ich schon zu, Peter. Jetzt bin ich gut. Genau. Während in Dernbach die hohe Kunst des Relaxens praktiziert wird, starten Manni und Biene ein mallorquinisches Kontrastprogramm. Auf Mountainbikes wollen die beiden die Gegend rund um Sóller erkunden. Da macht sich das Training bezahlt, Biene. Das stimmt. Boah, Manni. Ja. Was hast du mir da angetan? Spaß, Spannung, Freude. Bin ich nicht mehr gewohnt. Weißt du, wenn, dann fahren wir in die Niederlande. Oder auch, aber Berge, das Training. Aber wow. Hier, komm mal hierher. Der Hammer. Guck dir das mal aus. Entschädigt dieser Ausblick nicht. Guck mal, das Schiff hier und alles. Das ist ja phänomenal. Ist das nicht schön? Das ist ja traumhaft. Das ist Urlaub. Ja. Wo kriegen wir das bei uns daheim geboten? Nirgendwo. Ne, aber in anderen Städten haben wir auch wieder die Mosel und so weiter. Und unten, wo diese ganzen Bäume stehen. Aber ist wieder was anderes wie das. Es gibt, jedes Gebiet hat seine Schönheiten. Das hat wieder die Inselschönheit.
Das ist ganz was anderes. Deswegen will ich ja viele Orte erleben im Leben. Und nicht nur ein oder zwei, richtig? Aber das ist ein sehr, sehr schöner Mosaik in meiner Sammlung der Urlaube. Ich sage, es ist Mosaik. Am Ende des Lebens habe ich eine riesengroße Sammlung von Mosaiken. Bah! Geht das da ab? Das ist richtiges Mountainbiken. Guck mal an, richtig schöne Steinchen. Und denk dran, immer mehr mit der Rückbremse bremsen. Das macht Spaß. Richtig, Biene? Ja. Ein bisschen Gas geben. Das ist geil. Man darf auch mal sein Fahrrad tragen. Ja, klar. Da geht's wieder weiter. Einmal frei. Oh, ich sag super, das ist super Gelände. Ja. Klasse. Das ist nicht super Mountainbike. Ja, ich glaube dir, das ist super Mountainbiken. Ja. Das ist super Gelände, ne? Super Gelände. Hör mal. Ja. Ich will ja nichts sagen und ich fahre ja auch gerne Fahrrad. Ja, ich doch. Aber wollen wir nicht mal wieder auf einem normalen Weg? Das ist ja Fahrrad tragen und kein Fahrrad fahren. Ja, wir haben aber kein Rennrad gemietet beim Mountainbike. Wir fahren Offroad. Wir fahren im Gelände und nicht auf der Straße. Sollen wir nicht mal auf eine normale Strecke, wo wir wieder fahren können? Bitte nicht, kommt mal mitfahren. Da hinten sind noch ein paar Strecken, die kann man schöner fahren, auch mit Mountainbike. Meinst du echt? Uns doch umdrehen. Das ist schon traumhaft zu wandern. Aber wir sind ja nur Fahrrad an Tragen. Ja, das ist doch der Reiz dabei. Kleiner Abenteurer. Das ist ja... Fahrrad fahren kann jeder, aber am Fahrrad durch ein Gelände kommen. Fahrrad tragen kann auch jeder, aber es macht dann nicht Spaß. Geh du vor. Nehmen wir normale Strecke, ne? Okay. Du bist ein Knilch. Zu Hause haben die restlichen Ludolfs so langsam genug vom süßen Nichtstun. Mann, oh Mega. Ich glaube, wir haben mal Zeit, dass er mal nicht wiederkommt, dass wir das schaffen können. Reichlich Arbeit. Ach, Kündigchen. Wir haben ja eine schöne Zeit jetzt gehabt. Schön gelebt, gut gegessen. Aber allmählich fehlte mir nicht mehr. Ja. Ich erkläre dir wegen was. Abends bin ich mit ihm zusammen. Abends tue ich mit ihm essen. Mhm. Abends tun wir Fernsehen gucken. Und das fehlt einem. Ja, das ist klar. Jetzt kann er sein Mallorca erstmal sein lassen und soll herkommen, gell? War dann traurig. Es ist eine Leere abends. Du musst rechnen, ich bin immer alleine. Und du bist das ja gewöhnt. Ich bin das gewöhnt. Aber ich bin das nicht so gewöhnt. Das war auch schwer, die erste Zeit. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Aber so ist natürlich schöner, wie du und dann Mandy zusammen viel abends schöner, seid. Viel schöner. Natürlich. Ja, Manni? Peter, hier ist es wunderschön. Hier hört man das Meeres raus und hier haben wir eine schöne, laue Sommernacht. Die Palmen stehen hier vor dem Hotel. Da stehen sogar Bäume mit Orangen, mit Zitronen. Mandarinen habe ich auch schon gesehen. Peter, wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, da sehe ich einen malerischen Leuchtturm. Und dann geht oben immer das Licht an, aus, an, aus, an, aus. Ach, Manni, hör mit auf mit deinem an, aus. Das ist ja schrecklich. Pass lieber auf Biene und auf dir auf, dass euch nichts passiert. Ja, Peter. Ach, Manni. Aber denk an mir, ein dickes oder ein großes, großes Geschenk mitzubringen. Nicht vergessen. Ja, mach ich. Manni, schlaf endlich. Ja, Peter. Grüß Biene auch. Grüß du auch alle. Tschüss und adios. Tschüss. Buona notte oder so ähnlich. Ah. Na, Güterchen. Ne? Wo ist der Uwe? Der ist schon gefahren, Biene und Manni vom Flughafen abholen. Ach, ein Glück. Ich bin froh, dass er Manni kommt und die auf Biene. Auf jeden Fall, ne? Ich habe endlich Unterhaltung und alles. Ist was Schönes, wenn er da ist. Lass mich in der Zeit noch etwas relaxen, gell? Mach das mal. Ich freue mich da umso mehr. Ach. Oh. Ach. Oh.
Ich bin richtig froh, zu Hause zu sein. Aber eins muss ich sagen, Uwe. Froh, zu Hause sein. Aber bei dem Wetter hier, das hätten wir Wetter mitbringen müssen von Mallorca. Tja, Manni. Schönster Sonnenschein, alles. Komm, gehen wir rein. Und nur Regen. Nass. Manni, du hast es gut. Machst Urlaub. Ja. So lässt sich es aushalten. Uwe, machst. Denkst du, du hast was geschafft? Du hast es gut gelassen. Du hast keine Handschlag Manfred, gemacht. Manfred, ohne dich macht es ja auch keinen Spaß, das allein ist aber wirklich gut. Das aber weißt du doch. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Komm wieder loslegen. Und deswegen hast du überhaupt gar nicht geschafft. Doch, ich hab's ruhig gehen lassen. Ja, das Wetter ist auch nicht das Beste bei uns. Gell? Endlich wieder zu Hause. Ach, Manni, wie geht's dir, Alter? Guten Tag. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Fahr schön in Manni, hallo. Ich bin besonders froh, dass du da bist. Richtig. Endlich können wir abends zusammen Fernsehen gucken. Endlich wieder, ja. Endlich das macht Spaß. Essen zusammen, Mann. Aber ich hab euch auch schöne Sachen mitgebracht. Ja, zeig mal. Okay. Zeig mal, komm her. Ich habe euer verschollenen Bruder, unser verschollenen Bruder wieder gebracht. Ja, für mir ist er noch wichtiger wie für euch sogar. Ja. Du hast Familie zu Hause. Mhm. Günther kann alleine leben. Aber ich lebe mit dem Manfred. Ja. Und die Biene haben wir auch gut abgeliefert. Ja, hast du abgeliefert. Gut. Der Uwe. Ich habe die rausgeschmissen alle. Gucken, was haben wir da Schönes. Ich kann euch überraschen lassen. Uwe, du tust ja immer husten. Und da habe ich dir was Gutes mitgebracht. Für jeden was Schönes. Eine für den Uwe. Eine zum Hinstellen, für den Günther. Dankeschön, Mini. Und? Super. Natürlich kriegst du auch Blätter, Peter. Selber gepflückt. Ja? Ja. Das ist ein Ding. Die wachsen so groß, die hängen da an den Bäumen. Zitronen und das. Ja? Die hängen auch an den Bäumen, da kann man sich sogar abzupfen. Die sind ja riesig groß. Weil Abendspaziergang hat mir mal geschnappt. Dankeschön. Aber er gibt's noch mehr. Ah, lecker. Das geht's weiter. Ja? Günther. Schätze mal, Moment. Schätze mal, was ich für dich mitgebracht habe. Oh, das kann ich schlecht schätzen. Versuch es mal. Zigaretten? Nein. Nein. Was könnte es noch sein? Vitamine? Es ist aus Spanien. Also Spanisch, Mallorca, was ist das Spezielles? Da gibt es viele. Was meinst du, Uwe? Ich würde sagen, Palette Milch, aber die passt da nicht rein. Zigarillos. Ah, super, Peter, guck mal hier. Sehr schön. Ne? Richtig. Sehr schön. Die rauf reden zu Hause. Dankeschön. Ja. Bitte schön. Mm, super. Das bist du dran. Was eine könnte Flasche das sein? Schnaps. Schnaps. Was meinst du, Günther? Warte mal einen Moment. Das ein Figur, Zwerg. Oder was? Meine Figur. Aufmachen. Bei Socken, wa? Socken. Ja. Meinst du aber auch nur. Weil ich über Schweißfüße hab, wa? Was ist das? Pack mal aus. Ein Leuchtturm. Ihr habt doch recht. Ja. Eine Figur oder irgendwas ähnliches. Ja. Gibt es einen Leuchtturm in Spanien? Ah, das ist aber ja, direkt vor zwei Leuchttürme vor meinem Hotel. Oh, guck doch mal wieder, guck mal hier. Ist sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob Mandy dran gedacht. Den stelle ich auf meinen Schreibtisch in daheim. Ist sehr schön. Ich kann mich mal dran denken, oder wenn ich in Urlaub war. Ja. Und echt schön. Mit Häuschen. Ich wollte unbedingt einen Leuchtturm haben, der nicht rote Streifen hat, der blaue Streifen hat oder schwarze, weil der auch bei uns hatte. Weißt du, was der Vater immer haben wollte? Der wollte ein Schloss mit vielen Türmchen oder einen riesigen Turm haben. Ja, oben rausgucken. Peter, weißt du das noch? Ja. Ja. Vati wollte immer mehrere Türmchen dann raus. Vier oder sechs Türmchen. Aber jetzt weiß ich was anderes. Ja. Blau ist Uwes Mercedes. Ja, rot ist unser LKW. Da hast du dran auch gedacht. Und Vater sein Unterbewusstsein. Aber Manni. Ja. Pack mal jetzt endlich aus. Ich will mal sehen. Was habe ich mitgebracht? Nudeln? Nein. Was denn? Ein kleines Auto? Nein. Socken? Nein. Ein Schal? Nein. Aber will ich dir nicht auf Folter spannen. Weil du uns immer so gut bemutterst. So gut bekocht und alles. Habe ich dir einen speziellen aus Spanien mitgebracht. Manni! Jetzt werde ich geadelt. Ja. Der erste Holzlöffel. Dankeschön. Bitteschön. Der ist mehr wert wie 6 Sterne, Uwe. Ja. Guck mal an. Richtig. Ein Sterne. Schön? Ja. Ist der nicht schön? Boah. Das ist ein eigenes Stern jetzt. Echt? Ja. Vielen, vielen Dank, Manni. Ja. Wichtiger wie ein Stern. Es ist der Kochlöffel. Gerade, der ist der Kochlöffel. Peter. Ja? Ist ein Grund, noch mehr Nudeln zu machen jetzt. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank, Manni. War gern geschehen. Der liegt wirklich gut in der Hand, Manni. Fantastisch. Hast du gesehen, wie gut der ist? Richtig. Fantastisch. Aber im Mund geht er bei mir nicht rein. Das ist ein bisschen mehr. Aber Jungs, da wird ordentlich Essen geben, bitte.